Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Coaster. Wir haben das letzte Mal die Popeye-Bahn gesetzt. Bevor ich euch hier das neue zeige, zeige ich euch erst nochmal das alte. Ja, die Popeye-Bahn gesetzt zum Schluss und sind sie auch Probe gefahren. Ich habe mir dann jetzt hier die Mühe gemacht, das war ein bisschen frickelig, und habe hier den Eingangsweg noch gesetzt, der dummerweise hier leider hier rechts an der Seite rauskam. Aber es ist nicht schlimm. So haben wir auch genug Möglichkeiten für die Leute, sich da anzustellen. Und wie ihr seht, Nee. Alter. Die sind doch nicht mehr ganz sauber. Was wollen die alle hier? Boah, krass. Das ist doch viel zu viel. Ja, gut. Ich habe mir überlegt, wenn ich mir jetzt mal so den Park angucke, das ist der komplette Park. Wir können hier natürlich, was heißt wir können, wir müssen auch natürlich hier hinten rum, weil es soll ja dann im Grunde genommen hier auch so eine Art Rundweg dann irgendwann mal geben. Inklusive natürlich auch der Rundfahrt mit der Bahn ganz am Schluss. Um nicht die ganze Zeit nur Märchengedöns oder ähnliches Fairy Tale Krempel hier zu bauen, habe ich gedacht, wir gehen heute mal auf die andere Seite. Und da wir ja auch so viel Krempel für die Piraten haben und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Deswegen würde ich sagen, wir fangen oder machen heute mal eine Folge mit den Piraten und ich zeige euch mal, was es da so für tolle Bahnen gibt. Den Eingang, den habe ich schon mal gesetzt, dass man sieht, okay, hier ändert sich jetzt die Flora und Fauna. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen dicht hier an das Gebäude gesetzt, aber ich glaube, es geht gerade noch so. Oder auch nicht. Der Felsen ragt mal schön in das Haus rein. Ich weiß gar nicht, kann ich den? Den kann ich natürlich jetzt das komplette Ding nicht mehr versetzen. Sehr schön. Das ist so eine Funktion, die mir so ein bisschen hier bei dem Ganzen fehlt. Ich hätte gern hier, wenn man sowas baut, dass man das dann auch wie zusammenkleben kann und auch in einem verschieben. Man kann es aus dem Menü rausnehmen, da ist es eins. Aber sobald man das Fahrgeschäft oder wie auch immer gesetzt hat, löst sich es wieder in seine Einzelteile auf und man müsste dann ganz kleinlich jedes einzelne Ding hier wieder wegmachen, wenn man es verschwinden lassen will. Oder man zieht halt groß drüber. Aber das geht auch nicht so genau. Das hatte ich auch schon mal probiert. Naja, gut. Okay. Ja, wir fangen an. Hier hinten haben wir ja auch noch ein bisschen Platz. Deswegen habe ich den Weg mal hier so geschwungen. Und wir gucken als allererstes selbstverständlich mal hier wieder nach Fahrgeschäften. Beziehungsweise nach... was haben wir denn hier? Das nennt sich ganz schlicht und einfach Piraten. Und ich glaube, das ist mein alter Park, den ich versucht habe zu kopieren. Wäre jetzt natürlich nicht so geschickt, dann nehmen wir mal lieber hier was. Wir gucken mal, was wir hier so haben. Kolossus. Kolossus? Ich glaube, das hat zwar mit Piraten nichts zu tun, aber die sieht schon ziemlich geil aus. Aber ich glaube... Die heben wir uns für später auf. Dragonflight kennen wir. Dragon, das ist alles hier für später. Phantom Mountain, die haben wir ja bei uns im Park. Tortuga, Pirates Hideout. Das klingt doch schon mal schwer danach. Tempest and Maelstrom, das ist eine richtig geile Bahn. Mal gucken, wie groß die ist. Dann setzen wir die hier gleich an den Anfang. Lassen wir sie erstmal aufbauen. Ist zwar jetzt auch, ja, im weitesten Sinne piratisch. So, jetzt. Wir müssen hier mal ein bisschen rauszoomen. Deswegen habe ich das hier so gemacht, dass wir vielleicht mal gucken. Jetzt, nee, bevor ich hier irgendwas anderes mache, muss ich erstmal gucken, wo der Eingang ist. Ich schätze mal, der Eingang wird auf der anderen Seite sein. Ja, da. Das heißt, wir gucken mal, ob wir das hier so unterkriegen.
Müssen wir halt nochmal ein Stück Weg wegmachen. Ich muss jetzt gerade mal hier nach diesem Plane-Schild gucken. Das ist nämlich auch immer ganz nett gemacht von den Leuten, die hier diese Sachen bauen. Die machen nämlich so ein Schild dann dran und sagen, wie tief man hier mit dem Krempel gehen kann. Aber scheinbar bin ich schon... Entweder ist der Boden wieder uneben. Oh, das ist so ein bisschen arg nervig. Wir nehmen hier wieder den Anhaltspunkt und ziehen erstmal hier über die Kante drüber. Na, Geste. Aber viel tut sich hier eigentlich nicht. Das müsste eigentlich gerade sein. Wundert mich jetzt doch ein bisschen. Naja gut, wir versuchen es nochmal. Irgendwie müssen wir die ja gesetzt kriegen. So, wo war sie denn jetzt? Tempest Maelstrom. Oder Maelstrom oder ich habe keine Ahnung. Klingt irgendwie nach Astrid Lindgren. Achso, hier zu den Benachrichtigungen und so. Das lassen wir jetzt, solange wir den Park bauen, erstmal außen vor. Ich möchte mich jetzt hier nicht auf diesen Park an sich konzentrieren, sondern euch einfach mal einen Park hier zusammenstellen mit Fahrgeschäften und so. Und jetzt hier so diesen... Halt. Ist aber immer noch rot. So ist das erste, wo ich setzen kann. Wir gucken mal. Da müssen wir halt den Boden ein bisschen anheben. Ne, sieht aber eigentlich ganz gut aus, oder? Ja. Sieht doch ganz passabel aus. Place at line. Okay, kann ich dieses blöde Schild hier entfernen oder? So, delete me, zup. Okay. So, der Eingang ist wohl hier drin. Warte mal, wir machen das nochmal rückgängig. Das ist nämlich hier eigentlich ganz geil mit den Pfeilen. Das hat er wirklich schön gemacht. Weil nämlich hier sitzt irgendwo der. Das ist der Ausgang. Hier. Das heißt, wir können hier direkt einen schönen Weg dran setzen. Ja, genau. Ist ein wenig breit. Immer noch. Okay, dann ist es wohl der schmalste. So. So. Und scheiße, der ist viel zu lang. Wir müssen es wieder kürzer machen. So, gerade. Dann kommen wir hier. Nein, was. Scheiß Doppelklicke immer. Nein, das ist doch alles Käse. So. Stimmt das so? Oder eher so? Ich glaube eher so, oder? Oh, dann kommen wir hier nicht um die Kurve rum. Ist auch doof. Dann würdest du mal. Hallo? Was ist denn jetzt? Ruhig bleiben, Brauner, ruhig bleiben. Achso, ich muss ihn erstmal setzen. Ja, ich muss. Also wird das aber nichts hier. Hä?
Hä? Wie hat denn das jetzt hier gemeint? So, stopp. Kann ich hier noch einen Weg dran setzen? Geht das hier irgendwie? Ich hätte den gerne gerade. Ist das gerade? Auch nicht so wirklich. Was ist denn das hier für eine? Warum kann ich denn hier keine? Ja, leckt es mir noch am Arsch. Lassen wir es halt so. Okay. So, das wäre der Ausgang. Und das ist jetzt hier irgendwie. Wo ist denn jetzt hier der Eingang? Oh Gott, im Himmel. Oh, gerade die Bahn. Eingang platzieren. Will ich mal sehen, wo das. Vorhatte, das Ding zu setzen. Ja, ich schätze mal hier, oder? Eingang mit Weg verbinden. Dann nehmen wir aber auch wieder den blauen. Und drehen mal aus der Richtung raus. Und hier war See. Alle Schwede, was ist denn passiert? Wo, hallo, Maus? Dankeschön. So. Das ist Weg Nummer 1 jetzt hier. Das war der, war das der Eingang? Ja. Okay. Was? Hallo? Wo sind wir denn jetzt hier zu Hause? Ich check's hier gerade gar nicht. Das ist doch alles schief und krumm hier. Wenn der jetzt hier mal vielleicht. Sind jetzt schon wieder hier. Ich werde hier auch nicht. Hier runter will er oder was? Alter, was ein Eingang hier. Herrgott im Himmel. Wo muss ich denn jetzt lang?
Hallo? Hier durch, oder was? Das ist ja scheiße hier. Machen wir das hier als Eingang? Gut. Okay, das können wir jetzt abreißen. Zip. Dann sieht das Ganze so aus. Und wir können hier den breiten Weg. Wir machen den wieder breiter. Das war auf 7 Meter, hatten wir den, glaube ich. So, dann hier schön. Schön dran vorbeiführen. So. Gut. Ich nehme mal schwer an, dass ihr diese Bahn natürlich auch mal testen wollt, oder? Sehe ich das falsch? Das heißt, wir müssen eine Probefahrt machen. Uiuiui. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo? Kannst du mal fahren jetzt da? Drück doch mal auf die Tube jetzt. Ah, danke schön. Muss man erst schimpfen. So, los geht's. Die Bahn ist echt geil. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Euch ist nicht allzu schlecht. So, das war Bahn Nummer 1 und wir können sie eröffnen. Bin gespannt, wann jetzt hier die ersten Gäste kommen. Irgendwie ist jetzt hier, irgendwie tummeln sich alle, alle nur da drüben. Das ist wie so ein Pulk, der hier durch den Park zieht. So. Wie machen wir das? Weil wir haben ja auch hier jetzt wieder die Eisenbahn zu verlegen. Damit wir hier gleich mal, das machen wir jetzt schnell. Ich würde gerne am anderen Ende anfangen. Geht es? Warum geht denn das nicht? Ich würde gerne jetzt hier weitermachen. Ja, okay, geht. Und ein bisschen reinzoomen würde ich gerne. Wenn möglich. Rein, nicht raus. So, ja. So, da können wir nämlich die Strecke hier. Genau. Hier schön herum. Und vielleicht. Hallo? Dann hier so um den Berg. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo wir hier sind. Und vielleicht auch so langsam gen Boden. Ja. Und dann wieder in die andere Richtung. Und dann wieder ein bisschen. Gerade.
hier nochmal so ein bisschen hochgehen. Das wäre auch eine Idee. So. Und dann ein bisschen hier so rein. Ich muss mal gerade gucken, wo wir hier sind. Ja, das kommt ganz gut. Dann können wir nämlich auch mal Wege unter der Bahn durch und nicht nur oben drüber. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt, dass wir die oben lang fahren lassen. So. Das sollte es erstmal wieder mit der Eisenbahn gewesen sein. Wir machen hier mal fertig. So. Einfach aus dem Grund, weil wir hier eigentlich in erster Linie Fahrgeschäfte bauen wollen. Nur dann halt eben für später. Ja, dann halt auch eben so eine, was ist denn das? Ist hier noch ein Dings? Ist hier ein Shop oder was? Wo führt denn da der Weg hin? Hat er nicht hier eben irgendwo angedockt? Nee, kam mir nur so vor anscheinend. Okay. So. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einfach mal so einen Zip und fertig ist der Lachs. Und auch hier dürfen natürlich, oh, die ersten Gäste kommen. Sehr schön. Hier wird es gleich auch wahrscheinlich wieder rappelvoll. Ja, wir setzen auch hier natürlich irgendwelche Lädchen und so. Wir gucken mal, was wir hier im Piratenstil so haben. Ein paar Sachen hatte ich auf jeden Fall auch für Piraten runtergeladen. Da ist ziemlich viel Western-Krempel. Da war eine Taverne, das ist schon mal nicht schlecht. Hier, da ist zum Beispiel eins. Ein kleines. Das können wir auch hier vielleicht gerade so an den Start setzen. Ich zeig's euch mal. Die sind echt mit so viel Liebe zum Detail ausgearbeitet. Ich finde das so klasse. So, was haben wir denn noch hier? Ein Headshop im selben Stil. Dann kann man den auch gerade hier so schön neben dran setzen. So. Pirate Island. Das ist aber ein Fahrgeschäft. Eine Pirate Lounge. Was ist denn das? Riesiges? Was ist denn das? Bitte? Wieso ist denn da noch so ein Ding dran? Das sind auch lauter Geschäfte. Das können wir vielleicht hier in den Hintergrund setzen und dann da einen Weg hinterführen. So vielleicht. Weil hier sind ja auch 100.000 Geschäfte. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das mit dem Weg machen. Weil das ist hier, glaube ich, jetzt gar nicht so einfach.
Wie zum Henker soll denn das hier funktionieren, bitte? Wie haben die sich denn das hier gedacht? Dass man hier an die Shops kommt? Hä? Warte mal, ich führe jetzt erstmal hier einen Weg hier hinten rein, weil das ist ja... Ja, siehst du, und da ist nämlich schon das erste Problem. Ich komme jetzt hier hinten an diesen Shop hier gar nicht mehr dran, oder? Doch. Doch, das geht sogar. Aber an den komme ich nicht dran. An den komme ich nicht dran. Das hier für ein Fabrikat. Hä? Warte mal gerade. Ich mach mal den Weg ganz kurz. Aber seht ihr das? Ich kann ja hier überhaupt keinen Weg dran machen an die Geschäfte hier. Das ist ja absoluter Käse. Da ist irgendwie ein... Hier führt überhaupt keinen Weg dran. Die sind alle rot. Das ist der einzige, wo ich... Ja, das ist ja Käse. Okay, da hat sich wohl einer gedacht, wird ein schöner Bau, aber ist ja ziemlich sinnlos. Dann suchen wir uns was anderes aus. Das war jetzt ein Satz mit X. Gut. Ach, wir finden bestimmt dann noch ein paar andere schöne Sachen. So, was haben wir denn? Das war das gerade, oder? Diese, genau. Pirate Shops. Mal gucken, was wir hier haben. Das sieht auch sehr, sehr cool aus. Dann setzen wir das hier hinten rein. Das passt auch ein bisschen besser, finde ich. Ah, jetzt müssen wir nur von der Höhe her wieder gucken. Das ist gar nicht so simpel hier. Ich denke, so wird ein Schuh draus. So, jetzt müssten wir nur gucken, dass wir hier dieses Geschäft... Ja, das habe ich mir schon wieder gedacht. Da passt nämlich irgendwie auch kein Weg dran. So, mal ein Stück zurücksetzen. Herrgott im Himmel. Ja, das ist auch so ein bisschen das Problem bei diesen selbstgebauten Häusern. Die sind alle wunderschön und alle echt super gemacht und so. Das Problem ist nur... die haben das halt in ihren Park gesetzt und der war vielleicht vom Boden her nicht ganz eben. Und ja, somit, wenn ich jetzt hier einen ebenen Boden habe, ach, wir machen das gerade so, so ist auch cool, glaube ich. Wenn ich jetzt hier einen ebenen Boden habe, dass das dann vielleicht nicht mehr so passt, wie er sich das oder der Bauer sich das gedacht hat. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Wir versuchen es mal so. Mal gucken, wenn es jetzt nicht klappt, müssen wir es halt woanders. Doch, so geht's. So funktioniert's. Sehr schön. Ja, können wir hier schön drum zimmern. Zip. Und von dem zweiten Laden machen wir gerade hier einen Weg. Ja, das sieht vielleicht ein bisschen... So. So ist schön. Ja. Genau. Prima. So, was haben wir noch? Das war hier Pirate Shops. Dann haben wir hier Pirate Theme Inverted Coaster. Gut. Oh ja, der sieht toll aus. Da müssen wir nur gucken, wo wir den unterkriegen hier jetzt. Vielleicht muss man gerade hier ein bisschen drehen und ein bisschen rauszoomen, damit ich was sehe. Vielleicht kriegen wir das sogar hin, dass die Bahn damit involviert wird, dass wir praktisch
Ist aber ganz schön hoch, das Ding, oder? Kann ich das nicht noch ein Stück runtersetzen? Muss ich mal gerade gucken, wie tief ich hier gehen kann. Ach, diese Maussteuerung hier, wenn du nur Controller gewohnt bist. Das mit den Dings gefällt mir halt nicht so mit diesen ganzen... Aber die Bahn sieht ziemlich geil aus. Ja, das kann man machen. So. Mal gucken, wo wieder Ein- und Ausgang ist. Wahrscheinlich haben wir sie jetzt komplett falsch rumgesetzt. Ja, war mir klar. So. Obwohl, geht. Wenn wir hier den Eingang hinsetzen, den Eingang mit einem Weg platzieren. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, wo kriege ich denn den Ausgang hingezimmert. Hier drüben, aber da drüben geht nicht. Hier geht auch nicht. Warte mal, gerade ist es vielleicht... Ich glaube, wir setzen mal den Eingang hier hin und den Ausgang dahin. Wie ist denn das hier gemeint mit dem... Ja, auch hier werde ich wohl Ein- und Ausgang wieder ohne euch bauen. Das wird mir hier alles ein bisschen zu konfus gerade. Irgendwie muss ich hier unten lang mit dem Eingang, aber das habe ich jetzt noch nicht so ganz gecheckt. Das machen wir ein andermal. Beziehungsweise während ihr nicht dabei seid, dann müssen wir uns jetzt nicht mit aufhalten. Was wir jetzt noch machen... Ihr kennt es mittlerweile. Wir machen eine Probefahrt. Und das sieht jetzt schon ziemlich geil aus. Ich wünsche euch viel Spaß. Das war der Inverted Coaster im Piratenstil. Ja, war nicht verkehrt. Hätte man ein bisschen schöner schmücken können. Das Haus hier in der Mitte sieht halt verdammt geil aus. Die Bahn an sich hätte man vielleicht ein bisschen schöner verkleiden können. Da können wir ja mal gucken, dann vielleicht, wenn wir später noch Zeit haben, dass wir da noch was machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Macht's gut und ich sag tschö mit Ö.